Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Anno 2205, weiterhin mit meiner Wenigkeit Glabur. Wir sind dabei und machen hier weiter. Wir müssen hier werben die Administratoren weiterhin an, das können wir jetzt hier weiter updaten. Das ist erstmal wichtig. Neue Baupläne verfügbar. Oh, was denn? Was haben wir denn? Baupläne? Bei Administratoren. Oh, wir können hier diese Obstplantage und die Dingens bauen. Was brauchen wir denn für die Obstplantage? Kein Bio 1 und ein Baubot. Alles klar, wir bauen gleich zwei Stück, würde ich sagen, von den guten Stücken. Eins, zwei, wir bauen mal gleich drei, habe ich mir überlegt. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wieso haben wir denn jetzt so extrem wenig Mitarbeiter wieder? Verstehe ich nicht. Wie viele Mitarbeiter brauchte die? Steht hier gar nicht. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ja, ich merke es, dass das die Produktion langsamer läuft. So. Und dass die Dinger Strom auf einmal nehmen. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Es verschlechtert die Produktivität. Das wissen wir, junge Frau. Das, was mich gerade nur ein bisschen ankotzt, auf einmal brauchen die Strom. Aber wenn ich jetzt hier draufklicke, steht da gar nichts von Strom. Ja, Leute, müssen wir nochmal ein Windrad bauen. Die dürfen nicht da rein, weil, guck mal, Effizienz 67% dann nur noch. Da 76%, das ist blöd. 99. Müssen wir mal drehen. So, 100%. Alles klar. Wir haben wieder genug Strom. So. Das Problem haben wir beseitigt. Arbeiter haben wir auf jeden Fall genug. Wir können jetzt auf jeden Fall die nächsten... Nee, produzieren sie Vitamindrinks. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Diese hier bauen. Ich würde sagen, das könnten wir so hier hinsetzen, oder? Ja. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Minus... Produktion 20. Produktion 20. Wie viel macht denn eine Farm nochmal? Oh, 8. Puh, da müssen wir doch noch eine Farm bauen. Da habe ich mich verrechnet, Leute. Ich habe wirklich gedacht, dass das... Energienetz überladen. Ja, ja. Geh mir jetzt gerade nicht auf den Piss. Jetzt wird es aber reichen. Alles klar. So, wir bräuchten wieder Energie. Tja, nur wohin? 93% finde ich noch ganz... Ist auch okay, Leute. Was wichtig ist, dass wir hier die Strom rankriegen. Das reicht nicht, oder was? Tja, jetzt haben wir aber wieder Plus. So, jetzt müssen wir erstmal wieder updaten hier. So, das haben wir auch. Wie viel bräuchten wir denn immer? 2. Dann können wir doch noch ein. So, dann steigen das nämlich hier. Klicken Sie auf den Raumhafen. Okay, Raumhafen ist eigentlich immer bei Anno hier in der Mitte. Ich hätte gern die Weltkarte erstmal wieder. Okay, beginnen Sie das Upgrade. Können wir noch nicht. Weil wir erst 1000 Administratoren brauchen. Okay, aber wir haben da schon mal drauf geklickt. Alles klar, haben wir. Dann können wir aber das hier auflassen, weil wir müssen ja eh updaten, Leute. So, und bei 500 bekommen wir gleich auch was Neues. Da, jetzt haben wir es nämlich. Das ist nämlich eine neue Energie. Baupläne verfügbar. Energiekraftwerk. Oh, wir haben erstmal ein Wasserproblem, sehe ich gerade. Das sollten wir... Ne, wir sollten jetzt erstmal uns um Strom kümmern.
Punkt 1, Strom. Zack. So, dahin müssen wir dann eine Straße hinbauen, Leute. Ja, so finde ich das gar nicht schlecht. Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber nimmt am wenigsten Platz weg. So, Stromproblem ist beseitigt. So, dann hätten wir nämlich, dann würde ich gerne wieder dieses Kraftwerk abreißen und dieses auf jeden Fall abreißen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Weil die haben hier oben nichts zu suchen. Und das hier auch nicht. Und die anderen können wir hier ruhig stehen lassen. So, dann baue ich lieber nämlich noch eins von denen. Als irgendwas anderes. So. Dann haben wir jetzt das gebaut. Da. Und dann hatten wir noch ein Wasserproblem. Wasserproblem, Wasser. Wie ging das dahin? Ein Wasserproblem. Guckt mal auf dieses Wasser. Guckt das mal an. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega. Cool. Oh, guckt mal hier. Ah, gleich an die Straße. Ja. Was für ein Zufall. So, haben wir auch. Ja, ich würde sagen, Leute, wir müssen uns um die Updates kümmern, ne? So, weil wir müssen ja die 1000 voll kriegen. Vorher geht es nicht voran. Wir müssen halt jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ins Minus irgendwas produzieren. Herzlichen Glückwunsch. So schmeckt der Erfolg. Flottengröße. Kredit. 22.000 haben wir gekriegt. Ja, wir machen jetzt auch so langsam wieder Plus. Wir sind jetzt bei 160. Die Stunde haben unser Arbeiter. Wir haben... Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, Leute, mit dem Transport. Benötigte Logistik 50 und Transporter 75. Also haben wir 25 über. Gebietsversorgung. Aber der wird ja das sagen, wenn das nicht reichen würde, oder? Weil wenn man diese baut, guckt mal. Ja, doch, der liefert aber alles überall hin. Also das wird jetzt nichts voranbringen oder so. So, was haben wir denn hier gebaut? Was war das? Sonnenblumenfarm. Wie sieht's da aus? Könnte man eigentlich noch ein paar mehr bauen, oder? Sieht ja schöner aus, wenn das so drei sind, ne? Finde ich. Von so einem Ding könnten wir ja auch eigentlich nur einen bauen, oder? Materialmäßig haben wir es auf jeden Fall da. Ja, also man sieht, Produktion und wir stellen das her. Ist doch okay. Also wir stellen mehr her, wie wir verbrauchen. Ist alles okay. Jetzt kriegen wir nämlich schneller das da oben. Jetzt können wir hier mal wieder ein bisschen updaten. Zack, 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 zack. Also ich werde das wahrscheinlich privat auch spielen. Das ist ja mal mega geil, Leute. Es fetzt mich gerade wieder mega weg, das Spiel. Wie immer. So, jetzt hat man mal kurzzeitig Minus gemacht und jetzt macht man automatisch wieder Plus, weil das ist so wie bei SimCity. Also wenn die Häuser wegfallen, so ist mir das zumindest aufgefallen, oder geupdatet werden, sind ja kurzzeitig keine Menschen drin und dadurch steigt dann das auch wieder der Geldpegel. Ich würde gerne hier unten noch so ein paar Wohnhäuser hinbauen. So. Da oben würde ich gerne noch so ein paar Wohnkomplexe weiterhin bauen. Oh, so viele Teile haben wir nicht mehr. Machen wir mal wenigstens so. Ja, weil wir brauchen ja auch Einwohner, normale Einwohner. Man muss ja immer so ist es zumindest bei Anno. Man braucht ja einen gewissen Teil normale bis zum Administrator. Also es gibt ja Arbeiter und Administratoren haben wir bis jetzt.
Und wenn ihr nur noch einen gewissen Teil Arbeiter habt, dann könnt ihr nicht mehr updaten die Häuser auf Administratoren. So ist das zumindest bei Anno. Und daher immer wieder normale bauen zwischendurch, dass ihr weiterhin updaten könnt. So. 5. Komm. Na, also so langsam sollten wir es dann wohl fast fertig haben, oder? Es sieht echt absolut genial aus. Guckt euch das hier mal an. Also noch detaillierter kann ich es euch wirklich nicht ranbringen. Lagerhaus, Vertriebszentrum, Betrag 175, 50, 50. Okay. Was ist das? Im Gange. Ach, das ist so ein Erkundungsschiff, oder was? Okay. Und das? Und das? Das war mein Wasser. Okay. Ja, wir müssen weiter updaten. Dann sollten wir es gleich geschafft haben. Fehlt uns irgendwas? Oh ja, wir haben zu wenig Biokost. Also wir brauchen wieder hier eine hier, Reisfarm. Ja, das passt ja genau hier hin. Sehr schön. Ich würde gerne so setzen, die Reisfarm. Dass wir hier mal so eine gerade Straße rankriegen, Leute. Nein, eine Straße bitte. Danke. So, jetzt sollten wir wieder Plus präsentieren. Jawohl, und jetzt dürfen wir auch weiterhin gleich updaten die Häuser. Wahrscheinlich haben wir nicht genug, ne? Arbeiterbedürfnisse sind nicht erfüllt. Arbeiterbedürfnisse? Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Ja, aber ich darf euch updaten. Okay, dann mache ich das bei euch. Ihre Techniker sind bereit. Okay. Beginnen Sie mit dem Bau des Lifts, sobald alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Ja. Mein Mitarbeiter John Rafferty ist mit der Lieferung des speziellen Materials schon hierher unterwegs. Alles klar. Ja, wir drücken dann auf den Bau und updaten. Bin ich jetzt mal gespannt. Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Alter, was für... Roter Alarm! Wir werden angegriffen! Roter Alarm! Verdammt! Die Fracht! Schützt das Schiff! Menschen der Erde, dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Okay. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch. Ja, die Spasten. Mond ist frei. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Mhm. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Befreien Sie die festgehaltenen genehmigt. Befreien Sie die festgehaltenen Transporter. Öffnen Sie die Strategiekarte-Menü. Betreten Sie den Krisensektor. Okay, ja, hier oben klickt es. Ja, klar. Bleib doch geschmeidig, Alter. Aha. Alter, wie groß ist die Karte? Kann ich die bewegen? Nein, schade nicht. Okay, dann müssen wir da hin. Unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Okay, die anderen dürfen wir nicht auswählen. Warum? Okay, müssen wir Standard machen, Leute. Schiff upgraden. Geht nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, Mission annehmen. Ab geht's. So, jetzt lädt er da. Okay. Ziemlich geil. Ziemlich geil, Leute. Ziemlich, ziemlich geil. Mission starten. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Okay. Und kreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen.
Ich sehe, haben Sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befrei unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Okay. Kein Ding. Alle markieren. Verstanden. Und los geht's. Warum kann ich den nicht markieren? Aber er fährt mit. Könnte wieder so ein Heilschiff sein, glaube ich. Bestätigt. Reparatursystem. Ja, alles klar. Das ist ein Reparaturschiff. Kampfstationen. Sie greifen an. Oh, nein. Bleib hier. Alle zum Einsatz. Starte Nuklearrakete. Ich war das nicht. Wir zerstören hier erstmal alles, Leute. Immer alles zerstören, alles klar. Weiter geht's. Wir werden beschossen. Von wo? Ah, von da. Roger. Okay, wir haben alles eingesammelt. Ziel bestätigt. Mach es down. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Koordinaten bestätigt. Warum sammelt er das jetzt nicht ein? Ah, unsere Energie ist noch voll. Sind unterwegs. Okay, schieß mal da drauf, bitte. Alles klar, nicht, dass wir da reinfahren. Oh. Da will ich nicht hin. Volle Kraft voraus. Hier können wir auch einen Auftrag annehmen. Alle zum Einsatz. Wir sind unterwegs. Roger. Okay, weiter geht's, Leute. Weiß nicht, nehmen wir jetzt hier diese Aufträge an? Auf dich habe ich schon gewartet. Sie haben einen reibungslosen Transporter meine Ware garantiert, aber dann sind sie einfach ins Meer gefallen. Annehmen. Komm, machen wir. Verstanden. Na komm. Ich bin deine General. Zum Einsatz. Ich kriege nur zwei Schiffe. Mir fehlt ein Schiff. Da ist es. Roger. Mein kleines Boot. Warum kommst du nicht mit? Hä? Wir haben ein Sicherheitsproblem, dem Sie sich widmen. Liefern Sie sollten, fünf Treibstoffe an die Lewis-Flugzeuge. Okay. Volle Kraft voraus. Liefern. Sehr effizient. Perfekt. Sind unterwegs. Jetzt müssen wir Treibstoff natürlich wieder einsammeln. Koordinaten bestätigt. Wie ich das jetzt gerade sehe, also am besten nochmal hier nach unten fahren. Ist das hier nicht kaputt? Koordinaten bestätigt. Schon. Ja, jetzt sammeln wir natürlich den ganzen Treibstoff hier ein. Fahren wir bitte nach hier unten noch. Okay,
sind fertig. Dann können wir jetzt ab nach oben. Da hinten hätten wir noch einen Auftrag, Leute. Soll ich den auch noch annehmen? Komm, das gehört ja da eigentlich dazu, ne? Es ist eine große Bitte, aber wir fühlen uns nicht mehr sonderlich sicher. Entwickle diese Minen und hat eine Ewigkeit gedauert. Sie sind gut für Fluchtmanöver und Angriffen. Benutzen Sie Wellenminen 5-mal. Keine Ahnung, Leute, da muss ich jetzt wieder komplett zurückkutschieren. Na, wir machen mal so weiter. Wir im Gange. Müssen ja auch noch hier diese anderen Kram da suchen, ne? Oh, daher. Stopp. Schieß da drauf. Jetzt da drauf. Okay, wir haben einmal Unterstützungsflotte und EM-Impuls. Okay, EM-Impuls. Okay, zerstören jetzt mal die. Kampfstationen, sie greifen an. Okay, haben wir. Verstanden. Ja, dann holen wir uns die da jetzt auch noch. Komm her. Kampfstationen. Sie greifen an. Wir machen euch fertig hier. Los. Feuer frei. Down machen. ZZ. Los. Und jetzt das hier einsammeln oder was? Container aufnehmen. Verstanden. Zang, zang. Schön heilen. Keine Sorge, meine Drohnen kümmern sich drum. Alles klar, kein Ding, ganz easy alles hier. Da haben wir auch noch Sachen. Roger. So ist. Zerstören. Du sollst erstmal die Minen zerstören. So. Wir werden beschossen. Von wo? Die konnten uns auch noch gar nicht sehen, oder doch? Naja, ist ja auch egal. Weiter. Komm. Macht sie down jetzt hier. Ziel bestätigt. So, da drauf schießen. Waffensysteme bereit. Komm, mach die down. Den auch. Komm. Sehr geil. So, fertig. Es ist so gut wie neu. Bereit für Einsatz. Na komm. Die einsammeln. Mit mir sollte man sich. Jawohl, haben wir auch. Anlegen. Alles klar. Da haben wir seine Mission auch erfüllt, Leute. Dann können wir jetzt weiterziehen. Meiner Meinung nach. Volle Kraft voraus. Okay, da geht's jetzt die Post ab. Was ist das? Unterstützungsflotte. Okay. Sind unterwegs. Volle Kraft voraus. Alles klar, voll ab geht's. Stärkung ist unterwegs. Zack. Alles wird hier auseinandergenommen, Leute. Nukleareinschlag. Nuklearrakete. Billig. Jawohl. Eins davon gehört uns. Da ein Haufen Schiffe. Auf dem Meeresgrund. Eins davon gehört uns. Das nenne ich ein Happy End. Das nenne ich auch ein Happy End. Ich hab dein Schiff aufgemotzt. Okay. Hast du fein gemacht. Wir haben hier Ergebnisse, Belohnungsbonusse gekriegt, Leute. Alles super. Mission beenden. Ich bin froh, dass ihr unverletzt zurückgekehrt seid. Ja, finde ich auch. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Ja. Aber das Programm muss weitergehen. Kein Problem.
Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Ja. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Okay. Neue Transporterroute. Okay. Das hat er jetzt aber, das hat sie jetzt aber nicht gesagt. Wir sollen. Beenden Sie Weltraumschlüft, indem Sie. Oh. Starten Sie die Weltbrücke Brecker, besitzen Sie den Graphen, klicken Sie auf den Raumhafen, schließen Sie die Quest ab. Wo soll ich denn jetzt hin? Da steht sie auf Wahlberg. Alles klar, da gehen wir jetzt hin. So. Und wie gesagt, jeden Tag 13 Uhr hau ich das raus, Leute. Ja, und dann gibt es ja zurzeit auch richtig viel Videos wieder bei uns. Auf dem Channel. Besitzen Sie 10 Graphen, klicken Sie auf den Raumhafen, schließen Sie das Upgrade ab. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich sage damit jetzt erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Anno 2205. Mein Name ist Glabur. Wir hören uns morgen wieder. Bis denn. Tschüss.